Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlestar Galactica. Jo, wir haben noch eine Runde Zeit, das hier zu machen. This particular fleet has been making life hell for the colonies. Local forces have been unable to slow it down at all. We suspect the flagship might have some new trick up its sleeve that we haven't seen yet, so caution is advised. Eine bestimmte zylonische Flotte konnte alle Widerstandsbemühungen durch Hestia überwinden. Durchsuchen Sie das Flaggschiff nach Beweisen für fortgeschrittene Technologie, bevor Sie alle anwesenden feindlichen Einheiten vernichten. Dafür brauchen wir ein Raptor-Geschwader. Jump. Wir warten noch, bis wir das machen können. Nukleare Sicherheit. Kannst du irgendwo hinjumpen? Es ist sinnvoll, dich mit denen zu treffen. Und denen fehlt noch ein Kampfschiff, ne? Dann haben wir einen Kreuzer, zwei Kanonenschiffe und eine Fregatte. Wir haben aber auch ein Unterstützungsschiff. Die nicht. Haben wir auch eine 4700 Punkte. Die haben Unterstützungsschiff. Ja, hier ist ein dummer Floni. Der hat auch nur 2750. 5900. Die Großen sind erstmal irgendwie abgehauen. Aber wir beenden den Zug. Lohnflotte 100. 7950 gegen 7950. Second edition 1 throughout the station. Fleet Group, Daedalus is under attack. Jo. Das kann ja lustig werden. Wie zur Hölle schaffen wir es, die Zylonen an so viele Schiffe zu bauen? Wo kriegen die ganzen Ressourcen her? Haben wir hier 2, 4, 6, 8, 9. Und die dürfen auch noch 9 Schiffe haben. Allgemein. Achtung, Knusos. Kein schönes Intro. Kein Intro. Naja, wir starten erstmal alle. Understood. Wir können die Musik, glaube ich, ein bisschen auch mal wieder machen. So. So, wie machen wir das denn am besten? Understood. Sagen wir, drehen hier direkt ab. Ja. Die halt hinterher hier. So say we all. Bleibt uns denn anderes übrig als hier? Prepare flak ammunition. Versuchen alle Platz zu machen. Check your solutions before engaging. So say we all. Bringen mit den Dingern immer los, die sind immer auch verdammt weit weg, ja. Understood. Ja, ein paar Runden werden sie schon brauchen, bis sie dann mal da sind, wa? So say we all. Ja. Nee, kommt mal mit hier. On it, Commander. Na jo. Mach das Ding mal aus. Dann gehst du mal auf Reichweite. Fast
Thrust is nominal. RPS green. I'm good to go. 5 Stück haben die. 2, 4, 6. Wir haben auch 6, ne? Ja, aber das schaffen die Viper. On it, Commander. Oh, die jumpen da gerade durch. So say we all. So say we all. Drinks on the first nuggets lose their kill slot. Fighter squadron is taking fire. Ja, davon haben wir schon einen Platz, das ist ganz gut. Die teilen sich auf. Das finde ich aber nicht gut, ne? Yes, sir. Wir haben halt immer noch kein Daedris-Kontakt, ne? Wir ändern mal die Höhe. Go. I'm hit. God damn it, they got me. Drei. Hier haben sie noch. Hier haben noch 5. Ich habe mir die bloß sehen würden. Wir gehen hier auch mal auf Slow-Mo. Yes, Commander. So. Wir müssen ja gleich mal am Start sein, ne? Hostile Unit identified. Switching gun to manual. Target acquisition is screwed. Give me manual controls now. Habt ihr denn Lenkraketen? Ja, die werden ja jetzt wohl loswandern, ne? Der muss eigentlich als erstes weg. Ja, wir gehen auf Angriff. Yes, Commander. Er müsste sich eigentlich schon zurückziehen, ne? Weg. Wir aktivieren die Flak. Nein, langsamer. Drehen etwas ab. Nein, du nicht. Oder kannst du runter? Was ist euer Problem hier noch? Oh,
Eins haben wir schon mal vernichtet. Ja, die haben noch eine, alle, die sind gleich down. Die Viper haben ihre Arbeit ganz gut gemacht. Das Ding muss weg. Und dann ist die Frage, was hier noch am Start ist. So, wir drehen mit ihm hier. Hier ist mir der Lockvogel, der verdammt schwer gepanzert ist. Keep that black wall up. Firing on target. Get him, get him, get him. Minerva is taking damage. Dann Flak aus und rum hier. Aber jetzt mit euch. Ja, kann echt sein, dass wir ein Schiff verlieren, ne? Da ist noch so ein Revenant-Dingen. Du drehst weiter. On it, Commander. Ja. Minerva is taking damage. Keep your target locked and watch for clearance. Missiles incoming. Minerva down. Ja, die ist weg, ja. Janus is taking damage. Na geil. Na super. Rechts, ja toll. Ja, es sind immer noch vier Schiffe. Yes, sir. Ja, ist auch so eine fette Flotte wie wir die haben, ne? Wie wird sie denn da ohne Verluste rauskommen? Das ist ja unmöglich fast. Echt super ärgerlich, wenn wir beide jetzt verlieren. Ja. Artemis is taking damage. Oh, das ist verschwendet. Das Ding ist kaputt. Ja, so. Geh noch Depp noch was. Understood. Ja, wir brauchen die Jupiter-Klasse. IFF confirms unit is hostile. Missiles incoming! Artemis is taking damage. Ja, die haben 9 Schiffe, wir haben 1 Schiff verloren. Eigentlich ein guter Tausch. Die machen 400 Schaden, ne? Die Kanonenschiffe reißen es halt richtig raus, ne? Prepare flak ammunition. Check your solutions before engaging. Ja, aber willst du da großartig machen? Pff, wenn die da mit 9 Schiffen ankommen. First is nominal. RCS green, I'm good to go. Wir dürfen ja keine 9 haben. Das ist ja das Gemeine. Drinks on the first nugget to lose their kill slot. I'm hit!
Aber die Vipers haben sich gut geschlagen. Switching gun to manual. Target acquisition is screwed. Give me manual controls now. That secondary battery. Full tactical. Fire at will. Keep that black wall up. Firing on target. Get him, get him, get him. Target locked and watch for clearance. Reloading. Oh, da geht's ihm auf. Nothing but the rain. Ja, die hier noch nicht. Was deine? Ah, jetzt mit der 7000er. Zwei Artemis Ranger und 4 Adamant. Ja, das kann ja auch lustig werden. Ich würde sagen, wir machen 2 Raptor. Die beiden hinteren hier. Raptor. Raptor. Put ones against him on here. Prepare to jump in 3, 2, 1. Yeah, 2 Artemis. Greatest contact. Marks on the board. Nothing out of the ordinary so far. Yeah, bis hier. Das Ding soll mir. Launching fighters. Hier drehen wir direkt ab hier. So say we all. Understood. Mit denen drehen wir. Du bleibst bitte weiterhin in der Nähe. Weapon 3 and by the numbers, bro. 3, 4, 5, 6, 7. Roger, on me. Mal das Ding hier entern. Alle anderen fliegen los. Yes, sir. So. Und du gehst auf Super Scan Mode. Und wir einmal ein bisschen langsam. So say we all. Nein. Mal ein bisschen mehr Abstand. Ja, let's go.
Check your solutions before engaging. So, ihr geht da drauf. Du bleibst hier mal ein bisschen in der Nähe. Yes, sir. Bitte bleibt in der Formation. Set condition one, I repeat, set condition one, this is not a drill. Okay, die fliegen gerade da lang. Das sieht hier halt nur so schlecht, ne? Sechs Stück, sieben, acht. Du hin? Yes, Commander. Du bleibst noch schön hier hinter. Fighter Squadron is taking fire. IFF confirms unit is hostile. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich hab vier Geschwader. Alter. Raketen, Torpedos. Also du und du nicht. Also die werden ja wohl eine ganze Runde brauchen, bis sie da sind, ne? Selbst wenn wir so gehen, kriegen wir die nicht, oder? Nee, die sind noch zu weit entfernt. Wird ihr nicht so aufdringlich sein, bitte? So say we all. Was du denn? Was ist das? 150 Rumpf. Bleibst aber in Scanner-Reichweite, ja. Als wir die Raptoren verlieren, dann ist das halt so, ja. Squadron target is confirmed. Haben die irgendwas? Raketen. Okay, wir schmeißen die Plug wieder an.
Und wenn die noch näher kommen, dann... Understood. Gib's mir den Torpedos. Go. Front, got it. I need black reload, now. Woo! This is what we do. Squadron has gone dark. Oh, feuert euch mal. Feuert mal dahin. Und drei gegen das. Das geht ja noch. Ich würde sagen, alle anderen Adamant hier, komm, feier die Torpedos da drauf. Das Ding muss weg. Wenig noch ein Ballista verlieren. So, fiese. Da waren sicher nicht nur so ein fetter Träger, wa? Da sind wohl nicht viele Knarren drauf. Der hat doch gut gesessen, ne? Und falls ihr noch Munition habt, habt ihr nicht. Hier. On it, Commander. Runter. Und Feuer. Kannst du noch? Jupp. So, die sind in Reichweite. Wir gehen mal auf Def 8. Die kämpfen hier gerade noch gegen die Raider. Hier haben wir immer noch zwei. Das Ding wird schon attackiert. Ach komm, das können wir locker schaffen, Mann. Missiles incoming! Ungezieltes Feuer. Na, ihr beiden müsst abdrehen. Mit die Raketen gleichzeitig so einschlagen. Irgendjemand Panzerung verloren? Ja. Du rechts. Launching drones. Yep. Viel hat das Ding nicht mehr. Komm, bis auf das erste Geschwader, ihr geht da drauf. Dann nehmen wir die Stück für Stück auseinander. Severus ist auch gleich weg. So, dann können die ja machen, was sie wollen. Die können schon wieder feuern. Echt jetzt?
So say we all. Kann man damit das auch quasi verstärken, oder was? Wir sind hier bei 81, ja. Oh. 90. Gibt bis über 100, ne? Das sieht nochmal platt hier. Wir sind noch nicht in Reichweite, ne? Missiles incoming! Ja, jetzt. Switching gun to manual. Bam. Die kleinen Kanonen feuern wohl nicht mehr, aber die Rayguns, die reißen das ja voll raus, ne? Wenn sie denn mal treffen. Ja, ihr ballert alles, was ihr habt, da drauf. Drehen hier mal ein Stück ab. Was ist mit dir hier? Da hinten ist ja noch einer. Das Ding ist immer noch nicht platt, ne? Der rechts. Launching drones. Dann kann man die ja direkt am Anfang verstärken. Das ist ja. Das hätte ich mal vor 10 Jahren wissen sollen. Man lernt ja immer dazu, ne? Naja, bei der Artemis hätte uns dann eh nicht geholfen. Oder Minerva. Weil die Daedalus das Ding nicht verstärken können. Das ist voll irgendwie öde, dass man das Teil immer mitschleppen muss. Also, ich glaube, man kann besser die Werft irgendwo sicher positionieren. Und die ganze Zeit Schiffe produzieren lassen, sobald man diese Unterstützungskreuzer hat. Das ist ja viel geiler, dass du die boosten kannst. Achso, die können wegjumpen, oder? Missiles incoming! Ja, solange das läuft, ist dann alles noch irgendwo in Ordnung. Ne? On it, Commander. Wir können wegjumpen kurzzeitig. Wie meinst du das denn? Ne? Hey, gehen alle da drauf. Ihr konzentriert euer Feuer auf den hier. Und dann, Männer, schaffen wir das. Und Frauen. Und Leute mit dem Geschlecht X. Wie auch immer das steht. Für Extreme oder so. Keine Ahnung. Na, ihr könnt euch gerne darum kümmern, genau. Du gehst mal in der Scanner-Reichweite. Oh, und wir fliegen hier einfach so ein bisschen lang. Jo. Schnell kommen wir da eh nicht hin. Ne? Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen nerven. Re.
Raketen oder so habt ihr nicht mehr, ne? Yes, Commander. Und dieses sehen. IFF confirms unit is hostile. Auch so ein Cerberus. Deswegen hatten die auch so krass viele Geschwader. Hier macht die Flak aus. Wir feuern mit alles, was wir haben. Auf das Ding. Du bleibst mal hier ein bisschen weiter hinten. Go. Wird reinhauen. Ne? Das wird richtig reinhauen. Steht alle schon auf Rumballern? Ja, mehr können wir nicht mehr machen. So say we all. Say we go. Die haben wir eh nichts mehr. Was wollen die da großartig machen? Ne? Letztes Schiff. Die sind super slow. Ne? Clean up order received. Rally on me. That got a little messy. Southie folks got to take us down. Und gewonnen. Yeah. All hostiles are dark. Initial analysis shows nothing that stands out. They were just lucky, I guess. Oh. I'm a wow. Gucken wir uns nochmal die schöne Wiederholung an. Weapons free and by the numbers, folks. Squadron, on me. Genau, fliegt durchs Raumschiff durch. Check your solutions before engaging. Set condition one, I repeat, set condition one, this is not a drill. Tümmel da mit den kleinen Vipers und so, das ist hier nichts. Aber die Vipers machen echt guten Job. Das kann ich mir immer wieder sagen. Ja. Weitermachen. Nicht wegen der Atomraketen, wir brauchen die Jupiter.
kommen wir auch mit neuen Schiffsmodellen. Da kann so eine alte Artemis oder Jupiter an eine Minerva, die einfach nur auf Krieg ausgelegt ist und wenig Panzerung hat, nicht so viel machen. Richtung direkt auftunen kann, das muss ich mir mehr erinnern. Ja, wir müssen die Data los eigentlich irgendwo parken. Ne? An einem Gasgigant oder was? Das Dumme ist, die Panzerbrecher sind langsamer, die Raketen als die normalen Raketen. Torpedos sind natürlich am schnellsten alle umgelenkt. Die Panzerbrecher machen halt kaum Rumpfschaden. Ne? That got a little messy. Die haben hier oben drei Kanonen, die haben sonst nichts. Das ist halt einfach nur so ein Träger. Fette Explosion noch am Ende. Deine Codex, was haben wir denn hier? Cerberus. Ah, wissen wir noch nichts, ne? Heimdienst 2 von 4. Oberstkreuzer. Ja, die sind eigentlich auch mehr auf Raketen ausgelegt. Haben aber auch so ein Ding hier. Mittlerer Turm. Die Tech-Kreuzer der Phobos-Klasse sind mit hochentwickelten Dreadis-Systemen in ihren FTL-Triebwerken ausgestattet, mit deren Hilfe sie taktische Sprünge ausführen können. Ja, eine Reihe von Blablabla. Der Cerberus entspricht einem kolonialen Superträger und ist eine der wichtigsten Säulen der zylonischen Angriffstruppe. Cerberus verfügt über eine größere Hangarkapazität als jedes andere Kriegsschiff und seine Rumpfpanzerung kann es mit einem der Battlestars aufnehmen. Seine Präsenz auf dem Schlachtfeld kann von entscheidender taktischer Bedeutung sein. Ja, aber die haben keine krassen Waffen. Also die haben nur drei Türme oben, drei Türme unten. Basissterne haben wir noch gar nicht. Baupläne, was können wir uns denn jetzt leisten hier? Irgendwas sollte doch super billig sein, ne? Wir haben sehr viele Finanzpunkte. Hier fehlen uns nur eins, da fehlen uns nur eins und zwei Typen Munition, das sind wahrscheinlich die Atomraketen. Komm, Schuttmine gekauft. Ja, wenn wir noch Punkte übrig haben, dann machen wir das da. Ja, wir müssen jumpen. Ja, eins verloren. Was habt ihr denn? Kreuzer, Kanonenschiff. Wenn wir noch einen Kreuzer dazu nehmen. Veteran, Elite. Ja, ich glaube, wir nehmen noch ein Kanonenschiff. Ne? Oder wir könnten die komplett tauschen. Aber dann müssen wir auch die Offiziere tauschen. Merküre, Fregatte. Nein, das sind alles noch Rekruten. Schöne Minerva. Können wir hier noch irgendjemanden befördern? Dich.
770, nee. Duto, nee. Dich, nee. Du bist schon voll. Nee, nee. Ja, wir müssen dahin. Kapitel 9. Ich glaube, es gibt 13 oder 14 Kapitel. Weiß ich nicht genau. Und damit ist diese Folge auch wieder am Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Freue mich, dass ihr hier mit am Start seid. Bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Kanalunterstützer, dem Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, H2O Aerosol, Nightmary, jetzt Grote, Peter Pichler, Torfrose, Monsen 96, René Horst Spindler, Sven Becker, Nageltermin, Thomas Friede, Marcel Pauke, Wichtel, Gangflow, Sebastian Reinicke, Mackensen, Onkel Dom, Sanderduck 99, der Kai, Nismog FX, Olaf Güte, LPMM, Stefan Freundl, Tweety Rabe, Sirefil, Peter Dirker, Redshift, Bunny ML, Shelly 54, Phil 1992, Hightower, Dosar, Patrick, Frank Hindersmann, Alrik Sedaya, Ceto 85 SBK, Gromdorn, Crypta, Trust, Reserver und Hate on Tour. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.